So, und hier bin ich auch schon wieder. Komischerweise ist auf einmal hier alles offen. Was es ja vorher nicht war. Komisch. Solange es jetzt funktioniert, also ich muss mein Spiel neu starten, durfte nochmal alles von vorne durchführen. Das fand ich nicht so geil. Also das Tutorial jetzt nicht, aber seitdem ich den Kolossus erhalten habe. Ab da musste ich dann nochmal alles neu spielen. Naja, egal. Hauptsache es funktioniert jetzt und es geht hier weiter in der Story. Ich habe keine Überraschungen mehr auf Lager, Freelancer. Bleib da! Ich halte sie dir von Leid. Ja. Dann ballern wir doch mal ein bisschen rum. Ich würde gerne ein bisschen weiter nach unten zielen. Und natürlich, es funktioniert nicht. Bam. So, da fand ich hier noch ein paar. Da noch ein paar. Wo kommen die bitte alle her? Ska haben zu viele Mittel, um sich zu vermehren, wenn es nötig ist. Ich will gar nicht wissen, welche Mittel. Sei vorsichtig! Ich gebe mir Mühe! Ja, so ein Javelin-Anzug kostet ja auch nichts. Er braucht da schon noch vorsichtig. So. So wie es aussieht, müssen wir wohl erst noch hier alle Viecher, Nester, was auch immer, zerstören. So habe ich sie noch nie gesehen. Da sind ein paar Ska-Schwergewichte. Ich könnte etwas Hilfe brauchen. Achtung! Keine Ahnung, was das ist, aber es sieht gefährlich aus. Patina Rafa. Das Teil heißt Patina Rafa. Mir ist egal, wie es heißt. Ich sehe nur noch einzelne Lichter. Ska-Anführer ist erledigt. Jetzt lass uns den Rest von ihnen erledigen, okay? Halleluja. Hätte nie gedacht, dass ich mal wieder so viele Lichter auf einmal sehe. Fühle mich wie in so einer alten Disco-Party. Oder habe mich so gefühlt. Es sind nur noch Explosionen um Explosionen. Das ist ja echt abartig gerade. Sind erledigt. Sieht jemand nach Mephaeus? Ich glaube, wir sind fertig. Alle sind in Sicherheit. Diese Ska. Ich weiß nicht, was ich von ihnen halten soll. Arkanisten und Ska geraten oft wegen Gestalterruinen aneinander, aber nie so heftig wie dieses Mal. Das muss ich Tessin berichten. Bitte, ich muss zurück nach Fort Tassis. Okay. Dann ab zurück nach Fort Tassis. Ah, jetzt brüll du mal nicht so rum. Halleluja, wir sind Level 18. Und kommt dann noch hier rein. Okay. Stufe 3 Bonus, okay.
Freischaltung. Loten-Level erhöht. Waffenslot freigeschalten. Ja, also. Okay. Okay. Noch was freigeschalten. So, hier sehen wir, was wir alles uns erarbeitet haben. Man kriegt, glaube ich, alles für jede Klasse. Aber ja, bisschen wenig fürs Erste, aber muss man dann erwarten am Anfang eines neuen Spiels. Ab nach Fortales. So, und wir sind zurück in Fort Tarsis. Ja, dann reden wir doch mal mit Tessin. Freelancer, danke für die Rettung. Der Ärger kam unerwartet. Hängst du oft so außerhalb der Mauern herum? Berufsrisiko, aber dieses Mal war es anders. Irgendwas stachelt die Ska auf. Ich denke, es ist das Dominion. Wir glauben, dass es zurückgekehrt ist. Ich bin sicher, Sie haben schon von Freelancer Yarrow gehört. Ich glaube, Tessin hat recht. Es fühlt sich so an wie vor dem Angriff auf Freimark. Dem, der das Herz des Zorns ausgelöst hat? Ich kenne die ganze Geschichte nicht richtig. Ich schon. Vieles, was ich jetzt erzähle, ist weitgehend unbekannt. Mein Mündel, Jani, war dort vor 10 Jahren. Sie sah es mit eigenen Augen. Es ist allgemein bekannt, dass Freimark eine der größten Städte Bastions war. Uralt, stolz, florierend. Aber am wichtigsten, sie beherbergte die größte Enklave von Freelancern überhaupt. Die Freelancer und die Sentinels, die Wächter der Mauern, schützten Freimark und seine Bewohner vor dem Chaos unserer Welt. Bis eines Tages das Dominion auftauchte, die grausamen Eroberer aus dem Norden. Das Dominion, die Sentinels und die Freelancer kämpften an jenem Tag um Freimark. Jede Gruppe behauptete, Nachkomme von General Tarsis und ihrer Legion der Dämmerung zu sein. Einer unserer besten, Freelancer Adams, führte den Sturmangriff an, als die Enklave dem Dominion entgegentrat. Meine Jani meint, dass die Armee riesig war. Dr. Harkin führte das Dominion an. Ein Mann, der zuvor und seitdem nie gesehen wurde. Er wollte die Stadt um jeden Preis erobern. Und so kämpften sie. Umzingelt, in der Unterzahl und unterlegen kämpften die Freelancer. Eine Weile schlugen sie sich gut. Thank you.
Doch die Mauern des prächtigen Freimarks gaben nach. Das Dominion strömte herein. Adams und viele Freelancer gingen vor den Stadtmauern fürs letzte Gefecht in Stellung. Andere, wie Jani, blieben zurück, um zu helfen. Plötzlich, ohne Vorwarnung, fielen die Sentinels zurück. Und nun erzähle ich dir, dass Jani inmitten der Stadt herausfand, was die Sentinels schon wussten. Das Dominion wollte Freimark nicht zerstören, sondern ein altes Gestalterrelikt erobern, das tief im Inneren der Stadt beschützt wurde, den Kenotaph. Dr. Harkin glaubte wohl, dass er einen Weg für das Dominion gefunden hatte, um die Hymne der Schöpfung mit dem Kenotaph zu kontrollieren. Hochmut. Die Hymne lässt sich nicht kontrollieren. Der schreckliche Kataklysm, der an jenem Tag losbrach, zerstörte Freimark, zerstörte das Dominion, zerstörte alles. Dieser Kataklysm wurde das Herz des Zorns. Einige überlebten, um die Geschichte von Freimark zu erzählen. Nicht viele. Das Dominion muss einen Grund für seine Rückkehr haben. Offenbar muss ich noch mehr Informationen auftreiben. Kommen Sie später noch mal bei mir vorbei. Oh ja, ich auch. Ich melde mich bei dir, wenn ich etwas habe. Ich werde in der Enklave sein. So, sehr interessant und sehr schöne Cutscene. Langsam wird es immer interessanter. So, dann gehen wir doch mal kurz in die Schmiede und gucken wir mal, was wir Neues alles ausrüsten können. Und zu gucken, welchen Blödsinn wir als nächstes anstellen können in unserer nächsten Mission. Waffen. Wichtig. Granatwerfer. Himmelsbester. Alles macht so schön Schaden. LMG-Vorschlaghammer. Rüsten wir den doch mal aus. So, dann hat man hier zwei Flammenwerfer. Ich würde sagen, ich bleibe bei diesem hier. Auch den Flammenwerfer stehe ich nicht so besonders. Komponente. Ich habe keine Rüstung. Außerdem haben wir damit die Leben. Ja gut, nehmen wir das. Ich glaube, sonst haben wir nichts Neues dazu bekommen. Also gut, wo willst du anfangen? Ich hatte schon angefangen. Ah, hier können wir noch was ändern. Nehmen wir Damage hier. Schockspule. Okay.
Das kenne ich noch aus der Demo. Das ist cool, dass wenn jemand in der Nähe ist, dann schießt das Blitz automatisch auf die. Aber wir nehmen das da. Herstellen können wir wohl auch noch nichts. So. Dann gehen wir da raus. Ich habe den Eindruck, da stehen mehr Kisten als Leute rum. Wahrscheinlich. Was willst du? Hallo. Ich dachte mir schon, dass dich dein Weg früher oder später zu mir führt. Du bist der neue Freelancer, von dem man mir erzählt hat. Nur Gutes, hoffe ich. Oh, es ist alles gut. Die Tatsache, dass überhaupt jemand über einen Freelancer spricht, ist noch besser. Prospero, mein Name. Ich wette, du bist der, auf den ich gewartet habe. Ach ja? Wieso das? Du weißt, dass es bei Freelancern um mehr geht als nur einen Job. Mhm. Es geht um Stolz. Stolz, etwas gut zu machen. Stolz auf deinen Javelin. In letzter Zeit eher nicht. Inakzeptabel. Wer will sich schon in einen Kampf stürzen und dabei schlicht und einfach aussehen? Was für einen Eindruck hinterlässt das denn? Nicht, wenn man hinfliegen und wie der leibhaftige Donner aussehen kann. Eine Faust voller Blitze in einer Hand und einen Hagelsturm in der anderen. Eine farbenfrohe Schilderung. Das ist mein Job. Boah, wenn Lanzer Eindruck machen wollen, kaufen sie was Besonderes für ihren Javelin, wie individuelle Aufkleber oder Anzugteile. Dann kommen sie zu mir. Zumindest früher. Es gibt keine Nachfrage. Die Schmiede kann heutzutage nichts mehr herstellen. Ich hoffe, du kannst das ändern. Wie kann ich helfen? Wir müssen sie wieder befeuern. Dafür wird Ember benötigt. Und jemand mit Mumm, um es einzusammeln. Finde etwas, dann bin ich wieder im Geschäft. Wir beide sind es. Ich bringe dir bei, wie man Dinge herstellt. Also gut, ich mach's. Genau das wollte ich hören. Du musst außerhalb des Forts nach Ember suchen. Bring es her und wir können damit beginnen, den Laden hier wieder auf die Beine zu stellen. Mach ich. Okay, so nach so einer kleinen Pflanze Ausschau halten. Oder was auch immer das ist. Okay. Freies Spiel kannst du die Welt alleine erkunden, entdecke Sammlerstücke, Werkstoffe und Gebiete. Hört sich ja einfach an. Sollte ich jetzt wirklich? Na gut. Sonst habe ich da hinten eine Mission, wo so wie es aussieht. Gucken wir uns halt mal das freie Spiel an. Und suchen nach etwas Ember. Tutorial, freies Spiel. Aha. So. Mal gucken, ob wir hier auf Privat gehen können. Los geht's. Natürlich. Gibt es überhaupt irgendeine Option, wo das mal möglich ist? Systeme sind startklar.
Lass uns etwas Geeignetes für deine einzigartigen Fähigkeiten finden. Klingt gut. Okay. Und wo soll ich nun hin? Oh, das ist Ember. Das war's. Wirklich? Traurig. Okay, ich würde sagen, ich mach mal hier Schluss und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis gleich.